Ich sah fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheißt woanders, Effendin. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst. Mi dispiace. Kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon. Wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldtruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret, wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Ich kann mich an diese Quest erinnern. Na gut, aber damit ein Nja, Leute, ich bin's wieder, eure Shioyuki hier und willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Revelations. Es hat alles funktioniert, also kein Problem, alles perfekt. Ich habe auch Medizin geholt und nochmal hier eine Bank eröffnet, damit ich ein bisschen mehr Geld habe, um das auch überhaupt alles zu erwirtschaften. Also bitte nicht wundern. So, der Fluch der Roma. Eine Gruppe byzantinischer Templer hat eine Truhe mit dem Gold der Roma gestohlen. Vergiften sie alle, die es wagen, die Truhe zu berühren, um den Eindruck zu erwecken, die Truhe sei verflucht. Zwischen den Roma untertauchen und alle Ziele vergiften. So, ich weiß gar nicht, ob wir genug Giftpfeile haben. Gift haben wir nicht so viel. Das hättet ihr mir vielleicht auch sagen können, bevor ich, ich war halt schon beim Arzt und die verkaufen ja auch Gift und, ach egal. Roma. Das Volk der Roma, früher oft Zigeuner oder Ägyptier genannt, ist ein halb nomadisches, staatenloses Volk, das im ganzen Mittleren Osten und in Europa heimisch ist. Ursprünglich stammten sie aus Südasien, in etwa aus dem heutigen Nordindien und Afghanistan und gelten als sehr auf Unabhängigkeit bedachtes Volk, das sich nur ungern von ihrer Gastgeberländern assimilieren lässt. Trotz oft frostiger Beziehungen zu ihren Nachbarn haben die Roma die Jahrhunderte überdauert, manchmal auf Kosten anderer, meist unter großen Entbehrungen, und sich ihre reiche und mannigfaltige Kultur bewahrt. Der Begriff Ägyptier, der vielen Jahrhunderte lang auch in Deutschland als Synonym für die Roma gebräuchlich war, geht auf die falsche Annahme zurück, die Roma stammen ursprünglich aus Ägypten. Okay. Netter, kleiner Funfact, würde ich sagen. Gut, einen Moment. Ist dann das Questgebiet in der Nähe eines Arztes? Nein, ja doch. Doch. Ist gut, weil dann gehe ich vorerst zum Arzt. Ich hoffe, ich habe genug Geld, um den einmal zu kaufen und hole dann da einmal das Gift ab. Weil ansonsten schaffen wir die Quest nicht. Es werden definitiv mehr sein als nur zwei Leute, die wir ganz zufällig vergiften müssen. Deswegen müssen wir halt gut auch vorbereitet in unsere Mission gehen. So. Ich weiß nicht, ich habe auch nicht so viel Geld, um einen Herold jetzt zu bestechen. Ich bin nämlich bald auf der Liste, ne? Auf der schönen Fahndungsliste für bekannte Assassinen. Also eigentlich das, was keiner sein sollte. Okay, hier haben wir nochmal ein Fragment. Ist der Arzt oben oder was? Was ist hier irgendwo? Weil Kreuz, Arztsymbol, Leute, Hilfe. Ich steig mal ganz kurz hier aufs Dach. Ja, ich geh runter. Okay? So, das muss der Arzt sein. So, wir haben satte Geld. Eigentlich können wir auch den Herold bestechen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu verlieren. So, 2051, was auch immer diese Währung ist, haben wir jetzt, die wir alle 20 Minuten erhalten. Mein Stuhl quietscht gerade ein bisschen. Wir könnten noch diesen netten Herren hier kurz mal aufsuchen. Okay, nein, er hat Begleitschaft von anderen. Bevor das hier jetzt komplett ausartet, ne, lassen wir das. Warte, ich kriege ein Fahndungslevel, wenn ich Sachen kaufe. Also wenn ich Gebäude hier abkaufe, das ist mir noch nie aufgefallen. Na klasse. Okay, gut. Also 3 Medizin kaufen wir uns also und können jetzt wohlbedacht hier hin. So, und ich schaue mal ganz... Brauche ich euch? Ach so. Ja, okay, gut. Dann, liebe Damen, nicht erschießen. Kommt mal mit. Ich brauche euch.
Achso, ihr führt mich automatisch zu denen, oder? Also Ezio, früher konntest du genau in der Mitte latschen mit denen. Okay, er latscht jetzt mit denen, aber irgendwie nicht so geheuer. Schubst dich doch nicht weg, liebe Dame. Noch so ein slawischer Söldner. Und die nehmen die Frauen nicht mit? Ja, das ist ja klasse. Ich bin ja überhaupt nicht auffällig. So der Mann unter den Frauen hier. Nein. Immer wieder sowas wie, komm doch, du Rabbi, komm doch. Vielleicht ein Söldner. Könntet ihr vielleicht besser auf mich aufpassen? Ihr seid nicht sehr, naja, hilfreich. Ich wollte ihn erpressen, aber er lachte nur. Zwischendurch geht er mit denen irgendwie mit und manchmal halt auch nicht. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Das ist halt, die Qualität, die ich hier kaufe, ist wahrscheinlich einfach anders. So, die Frauen könnte ich auch anheuern, das mache ich jetzt aber nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Kiste ist. Da drüben ist also die Kiste. Und den müsste ich... Ach, jetzt läuft er mir hinterher. Wofür gibst du deinen Anteil aus? Oh, ich habe nicht das Gift ausgewählt. Ich war so abgelenkt. Oh, es tut mir so leid. Mistkiste. Ja, danke, dass ihr mir beisteht. Ihr hättet mich auch warnen können, dass ich nicht das Gift ausgerüstet habe. So, dann einmal vergiften. Und dann gehen wir mal ganz kurz so zurück. Was stimmt nicht mit ihm? Mensch, irgendetwas ist hier ganz komisch. Der bringt sich ja gleich selber um. Na gut, und jetzt müssen wir den erstmal verfolgen. Weil dieser nette Kerl trägt jetzt die Kiste, aber wir können ihn noch nicht sofort hier vergiften. Erstens ist es zu auffällig und zweitens, ja, wir kriegen das glaube ich nicht hin, während er geht. Und er einfach schön zwei nette Herrschaften halt so mit sich zieht. So, Mädels, kommt mal mit, ein bisschen schneller. So, jetzt macht ihr das wieder gut. Jetzt seid ihr eine tolle Begleitung, wirklich. So, ich hoffe, er trägt die jetzt nicht zu lange. Unbemerkt die Wache vergiften. Ja, das kriegen wir locker hin. Wir markieren ihn und dann zack. Ist ja richtig unauffällig, was sie hier machen. Ne? Da kommt so eine Fünfergruppe an und dann geht es ihnen auf einmal nicht gut. Mindestens zwei Arbeitskollegen hätten das eigentlich sehen müssen. Aber naja. So, und jetzt... Ja, die anderen rennen schon. Da haben wir aber noch einen mutigen Mann, der sich die Kiste anvertraut. Den wollen wir natürlich auch bald eliminieren. Aber wir gelassen ihn noch seine letzten, ja, 2 Minuten, die er noch hat, genießen. So, sein Kumpel da, der weiß eigentlich auch nicht, was hier los ist, aber naja, Hauptsache geht mit ihm. Ich glaube, wir brauchen also insgesamt 4 Giftstiche, sag ich jetzt mal. So. Markieren und ich habe ihn nicht geschubst. Ich schwöre es euch, ich habe ihn nicht geschubst. Notfalls suche ich diese Sequenz nochmal. Die Dame, die hat ihn geschubst. Okay, könnte ein Domino-Effekt sein, weil ich nach vorne gegangen bin. Aber die nette Dame da, die hat das veranlasst. Ich war das nicht. So, okay, die hat ihn eigentlich auch wieder geschubst, aber es ist jetzt erstmal nichts passiert. Alles gut, die sind nicht auffällig geworden. Die Damen tanzen einfach, während da gerade jemand stirbt, aber okay. So, der stirbt jetzt und keiner möchte jetzt diese Truhe haben. Und jetzt bin ich der nette Mann. Die alten Tricks sind immer die besten. Seid vorsichtig, Ezio. Es heißt, die Truhe sei verflucht. Wohin, Belladonna? Hier lang. Und bleibt wachsam. Jetzt tragen wir die Truhe mit einer ziemlich gefährlichen Bekanntheit. Kenn ich. Sie. Wusstet ihr, dass das Wort aus der irrigen Annahme entstand, mein Volk käme aus Ägypten? Findet ihr das beleidigend? Ich finde es lustig. Mein Volk stammt aus dem Osten Persiens und darüber hinaus. Und doch wurden wir zu Einwohnern eines Landes gemacht, das wir nie sahen. Kuckuck.
Die Menschen urteilen schnell und korrigieren sich nur langsam. Menschen sind dumm. Manchmal. Ezio, die einfachste Antwort ist doch meist die beste. Kuckuck, möchtest du die Kiste hier anfassen, lieber Freund? Nein? Schade. Ah, das ist ja voll angenehm. Ich sollte die Kiste durchgehend tragen. Darf ich die behalten? Die hat einen sehr guten Ruf. Selbst er hat Angst. Mensch, das ist ja klasse. Das ist wie so ein Schutzzauber. Den behalte ich. Wenn ich dürfte. Aber nein, den geben wir jetzt den netten Romas zurück. Ihr solltet das zählen. Sicherstellen, dass nichts fehlt. Ihr habt unseren Dank, Ezio. Und von jetzt an könnt ihr auf uns zählen. Egal was, egal wann. Gut zu wissen. Wenn ich, sagen wir, Geld leihen möchte, komme ich zu euch. So einfach. Und wir haben jetzt 500 unbekannte Währung bekommen. Fraktionskredo. Sie können die Fähigkeiten der Fraktion, wie zum Beispiel Vergiften, freischalten, indem sie die Herausforderung von einem Fraktionstafel in einem... Keine Ahnung, was das gerade war. Stand. Also ich denke mal das Gleiche, was wir hier auch bei den Bordells und so weiter haben. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Achso. Oh, ich wurde rausgeschickt. Das ist aber freundlich. Ist aber freundlich. So, wir haben jetzt noch ein paar Minütchen. Da würde ich mal gucken, ob wir nicht vielleicht sogar einen neuen Rekruten bekommen. Denn man kann eigentlich nie zu wenig Rekruten haben. Deswegen markiere ich mir den Punkt mal, den schön nächstgelegenen. Und dann wandern wir einmal hier... Oh, da habe ich die Frau beklaut. Da habe ich euch alle gerade beklaut. Übrigens, als ich Geld brauchte für die Bank und für den Arzt, den ich aber erstmal erbauen lassen haben muss, da habe ich halt, sagen wir mal, schon die Hälfte der Bevölkerung ein bisschen ausgeraubt, ne? Da gab es einen, der hatte 700 Gold, könnte ich jetzt mal sagen, auf einmal. Also der war richtig, der war rich. Aber das Problem ist, der hatte, der sah gar nicht so rich aus. Woher soll ich das denn unbedingt wissen? So, tut mir leid. Ich hätte sie wahrscheinlich anders erledigen müssen, nicht wahr? War ja klar. Aber es ist nicht schlimm. Obwohl, ich glaube, die Hälfte. Nee, die Hälfte war schon immer. Ich weiß es nicht. Das ist Näherei. Die will ich gar nicht. Ich möchte eigentlich meine Bekanntheit loswerden, aber halt anders. Das ist irgendwie gerade ein bisschen schwer, die wegzubekommen. Na gut, suchen wir uns erstmal einen netten. Nein, Ezio, Rekruten raus. Der ist wahrscheinlich hier unten, nehme ich an. Das ist eine arme Frau, die gerade von 4 Männern überwältigt wird. Hallöchen, Sir. Der hat einfach die Frau geschlagen. Geht's noch? Einfach so. Ich hab... Sie wehrt sich ebenfalls. Okay, komm her. Sie hat sich ebenfalls gewehrt und ich habe mich schon gewundert, warum er sie auf einmal schlägt. So, liebe Dame, Sie haben sich... Willst du jetzt mich auch schlagen oder was war das gerade? Du hast dich sehr wacker geschlagen. Ihr seid nicht allein, Arkadashim. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Perfekt. Jetzt haben wir schon viele Assassinen. Aber immer noch ein Pfeil. Wie kann das... Achso, wir müssen das wahrscheinlich erstmal freischalten, ne? Wir müssen erstmal zu einem Assassinen-Geheimversteck, damit das geht. Das sieht gut aus. Okay, sorry, ich muss mal ganz kurz zum Herold. Weil der uns von dieser Last der Bekanntheit ein bisschen befreien kann. Nicht viel. Vor allem, weil ich jetzt gerade ein bisschen mehr Bekanntheit gewonnen habe. Dank des neuen Rekruten. Aber wir haben ja was Gutes getan. Und deswegen... wird niemand in dieser Stadt Frieden finden. Muss ich mal ganz kurz hier... Hier ist Geld. Wir haben ein Viertel konnte ich wegbekommen. Das ist nicht gut. Ich brauche... Wo sind denn die ganzen Plakate hin? So die ganzen netten Plakate, die Attentate auf Zeugen, die alleine mal rumgelaufen sind, die sind irgendwie alle... Die sind weg. Ich weiß auch nicht warum. Die sind weg.
Na gut, ich schaue mir mal ganz kurz an, was wir vielleicht gleich machen können. Ja, man könnte zum Aussichtsturm gehen. Wo ist denn überhaupt die nächste... Wo ist denn die nächste Quest? Ich habe nämlich die Vermutung, dass wir für die nächste Quest eigentlich wieder zurückgehen müssen. Und dann dieses Roma-Hauptquartier und dann versuchen müssen, da halt nochmal kurz ins Gebäude mit jemandem zu reden. So, das ist eine Sophia-Erinnerung. Die möchte ich jetzt aktuell noch nicht machen, um ehrlich zu sein. Ich gehe gleich wieder zurück zum Roma-Gebäude und wir gucken mal, ob wir da dann die nächste Hauptsequenz durchstarten können. Aber bevor ich das mache, würde ich das erstmal für die nächste Folge verplanen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Aber ansonsten verabschiede ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Bevor dieser Kerl mich jetzt hier erschießt. Halt oder still! Ne? Das geht's noch? Dafür sollst du deine Eingeweide fressen. Okay, gut. Auf Wiedersehen, würde ich sagen. Ciao.